Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich bin Josephine, unabhängige Sensi-Beraterin. Ich weiß, Mädels, die mich schon ein bisschen verfolgen. Ich habe mich lange nicht gemeldet. Durch die Arbeit ist es wirklich schwer, abends mich noch hinzusetzen und ein Video zu drehen, weil der Haushalt auch gemacht werden will. Und die Zeit mit den Kindern ist mir auch sehr wichtig. Das ist ja auch für sie eine sehr große Umstellung. Ich hoffe, es passt mit dem Licht. Ansonsten, sorry, es tut mir leid. Ich sitze nämlich in meinem Schlafzimmer und ich habe die gerade wieder voll Kanne gedacht. Ich könnte euch ja mal schnell erzählen, was ich düftel und ein kurzes Update geben, was rausgeht und was uns vielleicht erwartet. Aber ich habe nichts vorbereitet. Also, das geht freie Schnauze jetzt wieder. Und ja. Was hat mich gedüftet und was düfte ich im Moment noch? Besser gesagt, düfte ich noch. Was ist das so? Ich habe einmal Meckes Blech in der Lampe im Wohnzimmer noch, weil ich wirklich die Lampe sehr wenig an ist, da ich ja arbeiten bin. Hält der Duft auch länger für mich, finde ich persönlich. Er ist nicht mehr so intensiv, aber ich nehme ihn noch sehr wahr. Und ja, wie gesagt, ich zeige euch mal, was ich düfte. Und zur Zeit Wortbildungsfindung habe ich auch. Teste ich auch unseren Sensi Go. Hier. Den habe ich im Schlafzimmer stehen. Wenn ich abends ins Bett gehe, mache ich den an. Der geht nach 3 Stunden automatisch aus. Also klasse für mich. Und da habe ich Lemsorbet drin. Ist ein schöner Duft und ja, und ich merke auch, weil ich wieder regelmäßig bei meiner Tochter im Zimmer die ihre Lampe anhabe, was Düfte bewirken können. Also, meine Tochter ist tiefenentspannt und schläft. Und ja, was düfte ich zurzeit? Meckes Blech und im Badezimmer habe ich noch Aloe Vera Cucumber drin. Wird aber in den nächsten Tagen auch gewechselt. Und da habe ich mir schon einen rausgesucht. Den werde ich euch gleich zeigen. Den gibt es leider nicht mehr. Aber ich zeige ihn euch trotzdem. Und ich habe jetzt in der Küche nochmal gewechselt gehabt. Letzte Woche. Vor 2 Tagen. Green Tea Jasmin. Ist so ein schöner, angenehmer Duft für abends. Finde ich den schön. Wer Tee liebt. So ein schöner Teeduft mit einem schönen Jasmin. Oh, schön. Oh. Oh, ich bin verliebt. Oh. Ja, der war drin. Ich habe ihn jetzt wieder rausgeschmissen. Spontan. Weil ich Lust hatte auf was anderes. Was für ein Duft das ist, verrate ich euch, weil der uns diesen Monat auch verlässt. Dann habe ich aus der Schatztruhe, damals gab es noch Fifth Grace. Und ich habe meine Umfrage auf Instagram, was meint so der Lieblingsduft, und da kam Biff Grace. Und das ist mir eben so in den Kopf gefallen und ich habe gedacht, den habe ich noch und den werde ich mir ins Badezimmer legen, in meine Lampe. Da wird jetzt aber mal die Angel Rings wieder einziehen und da wird dann meine Curve mal ausziehen müssen. Aber es ist nicht schlimm. Kriegt ihren Ehrenplatz, also dass ich sie jeden Tag sehe und dran denke, was denn sie mit mir bewirken hat. So, jetzt müssen wir schnuppern. Das ist ein schöner, bisschen parfümiger, edler Duft. Pfingstrose, oh. Also freue ich mich schon drauf, wenn ich den Duft will. Oh. Also wirklich wunderbar Duft. Bei meiner Tochter. Ich schwärme mich noch mehr. Ja. Du musst sofort alles umändern. Aber wenn das Video online kommt, seid ihr ja schon wieder munter. So. Dann habe ich meinen geliebten Kiwi Food aus dem letzten Jahr. Und der ist ja auch jetzt wieder im Katalog. Oh. Das ist eine schöne. Man muss sagen, es ist keine richtige Kiwi-Note.
So eine leicht künstliche Kiwi, aber eine schöne Kiwi. Der ist so schön. Oh, da sind noch mehrere Komponenten drin, aber ich finde ihn so schön fruchtig und einfach lecker. Und der ist bei meiner Tochter im Zimmer, Mann. Oh. Oh, ich liebe ihn. Und jetzt, but not least, der uns verlässt. Und durch die Umfrage, die ich auf Instagram gestartet habe, was für einen Duft soll ich nehmen? Bäckerei, fruchtig. Was hatte ich noch rein? Bäckerei, fruchtig, frisch, blumig. Und heute früh besser gesagt, ist mir das eingefallen, weil ich auch die Artikel, die uns verlassen, habe ich ja schon auf YouTube, auf dem YouTube-Tab gepostet euch. Und das ist Pineapple Roast. Ich habe ihn schon in der Lampe. Der ist jetzt in der Küche. Und das ist, ihr wisst, ich mag keine Ananas. Aber das ist so ein schöner Duft. Das ist Ananas frisch. Und so eine schöne blumige Note drin. Und da habe ich gedacht, den haue ich mir jetzt rein. Oh. Ja, oh. Da habe ich gedacht, der kommt rein. Und ja, das ist, was ich düfte. Und ich muss euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Ja, heute passiert. Ich arbeite im Lager und bin auch verschwitzt. Und ich gebe es zu. Mit den Schweiß. Ich sage es erst, Schweiß, Geruch habe ich selber Probleme. Und ich habe mich heute mit unserem Körperspray eingeschrieben. Das findet ihr noch in der Schatztruhe mit Gogo Mango. Und meine Kollegin stand ich neben, oh, das riecht aber gut. Habe ich gesagt, hier, nimm, teste mal selber. Die hat gesagt, oh, das ist erfrischend und riecht so gut. Ja, die waren begeistert. Und ja, meine Flasche ist auf Arbeit jetzt. Na, wie immer, in meiner Arbeitstasche. Da habe ich gesagt, wenn ihr mal einen Spritzer braucht, nehmt ihr gerne. Mal gucken. Ich habe mir auch jetzt, habe auch wieder eine Bestellung abgegeben. Viele Sachen aus der Schatztruhe, da lohnt sich vorbeikommen. Badesalz, Körperspray. Ihr wisst, Körperspray ist nicht mehr im Sortiment. Deckt euch ein. Badesalz habe ich bestellt. Zuckerpeeling habe ich bestellt. Ist ja auch aus dem Programm. Habe ich noch geholt. Ich habe noch ein paar schöne Sachen geholt. Aber die werde ich euch noch zeigen. Heute habe ich noch meine Bestellung gegeben, weil, wie ich bin, ich habe wieder was gegessen. Da habe ich gedacht, jetzt tue ich noch schnell bestellen, bevor es weg ist. Handcreme musste ich nämlich nachbestellen. Ja, meine ist fast leer. Ich nehme die fast täglich. Jetzt sehen meine Hände auch wieder. Es sieht ramponiert aus. Nächste wie ein Creme sind sie wieder wunderbar. Ich habe aber vorhin zu Hause mit Reiniger gearbeitet. Ich nehme auch mal andere Reiniger. Ich brauche auch mal ein bisschen, die ich auch zu Hause habe. Muss ich auch aufbrauchen. Und ja, so sehen meine Hände dann auch aus. Trocken. Genau. Was verlässt uns noch, was, weil ich gerade Dings bin? Die Osterkollektion. Oh, die Düfte sind geil. Sichert euch die noch. Schaut bei den Montagsangeboten nochmal rein. Wenn da was Schönes dabei ist, nehmt es mit. Ab Montag, den 1.5., 9:01 Uhr. Wenn ich es richtig gelesen habe, gibt es neue Montagsangebote. Dann kommt, wenn ihr Star Wars-Fan seid, auch schöne Sachen. Da könnt ihr jetzt schon unter Kollektion, lizenzierte Kollektion und Star Wars reinschauen. Da findet ihr schöne Sachen. Die kommen um 9 Uhr. Dann kommt eine neue Kollektion, kommt aber erst Anfang Juli, Juni. Also da könnt ihr auch gespannt sein. Kommt eine schöne Kollektion raus mit vielen schönen Dingen. Also, Sensi hält ja uns wirklich auf Spannung. Neue Wiffbox Mai kommt am 1.
Und wenn ihr die Aprilbox noch sehen möchtet, was da drin seid, schreibt mich gerne unten in der Beschreibung vom Video, ist in meine Kontaktdaten. Schreibt mich gerne an, wenn ihr wissen wollt, was drin ist. Sichert euch die noch. 50 € so, wenn ihr sie bestellt plus Versand. Oder wenn ihr sagt, ich möchte ein bisschen sparen, seid ein bisschen schnäppchenmäßig, dann eröffnet euch einen Club. Den könnt ihr aussuchen, monatlich, alle 2 Monate oder 3 Monate. Da könnt ihr auch Düfte reinlegen. Ab 42 € gibt es 10%. Ab 85 € könnt ihr zum Beispiel die Whiffbox zum halben Preis bekommen. Und ihr könnt den auch nur einmalig machen. Also, und ihr könnt darüber auch Punkte sammeln. Ab bestimmten Punkten, wenn ihr 100 Punkte zusammen habt, ist 1 €. Es wird euch auch im Club nochmal erklärt. Oder ihr sagt, ich will eine Wiffbox erstmal haben, um zu gucken, was es so gibt. Und eine Lampe, weil ihr vielleicht noch ein Bad testen wollt. Könnt ihr mich anschreiben, Party-Link erstellen. Ich habe jetzt mein Party-Link, läuft schon jetzt 30 Tage. Und ich habe heute drauf geguckt und ich habe schon über 200 € gesammelt. Und ab 295 € kann man sich nämlich eine Halbpreis-Renie aussuchen. Plus eine Partykettenprämie. Das ist zum Beispiel, die kriegt ihr bei mir automatisch dazu. Und könnt auch kostenlos shoppen. Ab, ich glaube, das sind 29 € könnt ihr shoppen, kostenlos. Also genaue Sachen dazu schicke ich euch gerne zu. Infos, dass ihr das versteht, was ich meine. Ja, und noch eins, den Luftreiniger, wo wir im Sortiment haben, gibt es ab dem 1. auch ein Angebot von Sensi, solange der Vorrat reicht, wie ich es in Erinnerung habe. Das Ende des Monats geht 1 Monat. Ich weiß, er ist sehr preisintensiv. Ihr könnt euch den auch zum halben Preis holen durch eine Party. Oder ihr sagt, mir ist das Geld wert und tut euch einen Shopping-Link bei mir erstellen. Da könnt ihr euch noch kostenlos Sachen aussuchen. Ja? Und ihr kriegt beim Luftreiniger, den Dämonen, deswegen sage ich Special von Sensi, ein Filter gratis dazu, der normalerweise 50 € kostet. Also überlegt es euch, Infos tue ich euch nochmal. Die Tage nochmal separat zu jedem Angebot, was reinkommt, posten. Dasselbe mache ich auch auf Instagram. Ich hoffe, ich komme jetzt die Tage hinterher. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Abend noch, einen schönen guten Morgen, wenn du mich jetzt erst siehst. Und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder und dann bestimmt in ein Unboxing, was ich so geshoppt habe. Und hier ist das eine oder andere für euch auch dabei. Schaut durch die Kollektion und stöbert nochmal schön. Also unten in der Videobeschreibung ist alles verlinkt. Ich würde sagen, bye bye, bis demnächst, eure Josi.